Podcast wird jetzt ein Projekt von Minimum einem Jahr. Ja, vorher werden wir dieses Ding nicht fahren können. Ja, wir haben dann noch erstmal die Tür zugeschlossen, sind nach Hause und haben. Ich habe geheult. Andi sagt dann einfach gar nichts mehr. Andi. Ich bin der Noah. Ich bin die Lotte. Und ich bin der Kai. Und unser Mila. Und das ist unser Bus Pepe. Also hier sammeln wir aus jedem Land, nehmen wir ein Magnet oder sowas mit. Und da haben wir hier zum Beispiel aus Korsika und aus Italien. Und dann hat der Papa hier vorne, das steht so auf Superhelden und so, hat er hier vorne sich so Figuren hingeklebt. Also, diese Schüssel ist von unserem Uropa, von seinem Opa. Da hat er vor 100 Jahren über dem Lagerfeuer Marmelade gekocht. Die stand immer auf dem Schrank und ich dachte, also ein langweiliges Waschbecken soll da nicht her. Und deshalb wurde die Schüssel dann das Waschbecken. Genau. Mein Mann hat erst gesagt, es geht nicht, wir können da kein Loch reinbohren und das ist da nicht dicht und so weiter, aber hat funktioniert. Also wir haben hier so ein Magnet und bei der Fahrt, dann gehen manchmal die Schubladen auf. Und deswegen haben wir ganz lange gesucht. Und wir wollten nicht, dass vorne wie so ein Haken dran ist. Das wollten wir nicht. Und dann hat die Mama halt ganz lange gesucht. Und dann haben wir sowas, dann hat sie sowas gefunden. Da haben wir so ein Magnet. Und dann hier ist dann so ein Punkt. Dann drücken wir und dann geht's auf. Es ist eigentlich eine Kindersicherung. Ich hatte schon, also ich glaube mit 19 oder 20 hatte ich mir einen alten T3 gekauft. Und habe den dann auch lackiert und so, damals mit meinem damaligen Freund, der Muffin hieß der. Also es war auch ziemlich viel Arbeit, der aber der Bus hieß Muffin, genau, nicht der Ex-Freund. Genau, der hieß Muffin, ja. Und den haben wir dann praktisch mit dem ersten Kind verkauft, ne, um uns was Größeres. Also wir hatten ja zwei Hunde, einen recht großen Hund und einen kleineren. Das ging mit den Hunden schon nicht, mit deinem VW-Bus. Genau, ja. Also es war dann schon irgendwie eng und für uns war dann relativ schnell klar, dass wir auch viel unterwegs sein wollen. Und dann wollten wir es einfach schon so ein bisschen größer haben. Naja, du hast mich schon ein bisschen überredet, unterwegs zu sein. Ja, genau. Also nein, nicht überredet, aber überzeugt, überzeugt, oder? Ja. Nennen wir es überzeugt. Also ja. Weil vor mir war der Andi nicht so auf Reisen und auch gar nicht im Urlaub und so. Also kannte er irgendwie gar nicht. Ja, für mich auch unbegreiflich. Hä, wie kann man denn Urlaub? Ich glaube, vor dir habe ich in meinem ganzen Leben viermal Urlaub gemacht. Oh mein Gott, nicht auszuhalten. Ja, welchen Sinn hat das Leben? Also wir haben oben zwei relativ große Solarzellen mit rund 400 Watt und eine AGM-Batterie, die 330 Ah, also ist schon ein relativ großes Teil. War auch nicht so ganz einfach, das irgendwo unterzubringen und auch nicht alleine zu tragen. Aber das haben wir hinbekommen. Frischwasser haben wir 120 Liter. Aber aufgrund vom Platzmangel haben wir leider nur 60 Liter Abwasser. Das heißt, wir müssen einmal mehr leer machen, als wir voll machen können. Also den Abwassertank sieht man jetzt nicht. Der ist jetzt hier unten drunter neben dem Dieseltank versteckt. Aber wir können ganz einfach jetzt irgendwo drüber fahren. Und dann hier den Hebel umdrehen und dann können wir entleeren. Ja, die Türen gehen ja normalerweise mit Luft auf und zu.
bei den zwei Türen, die wir regelmäßig benutzen, haben wir das auch noch so gelassen. Kann man innen dann über einen Schalter betätigen und dann sollten sie normalerweise aufgehen. Das war die falsche. Genau, so soll das aussehen. Und wie gesagt, die Türen, die wir nicht so oft benutzen, haben wir jetzt komplett totgelegt. Also was heißt blindgelegt, und die müssen wir manuell auf und zu machen. Und die Türen kann man dann einfach mit der Hand auf und zu machen. Also ich habe ursprünglich mal angefangen mit dem Sport. Ich fahre hobbymäßig ein bisschen Motocross. Und ja, es blieb halt irgendwie nicht aus, dass die Kinder dann auch irgendwann wollten. Und ja, dann mussten wir was kaufen. Jetzt, der Kleine hat zuerst angefangen. Der ist halt unser Wilder. Und jetzt die zwei Großen dann auch mit der Zeit. Und zum Glück haben wir die große Garage, wo normalerweise 5 Fahrräder drinstehen. Ich bin lange Autorennen gefahren, und wenn man mal Motorsport infiziert ist und dann abrupt einfach aufhört, fehlt einem irgendwas. Und dann habe ich halt lange rumgesucht, bis ich irgendwas gefunden, also um was zu finden, was bezahlbar ist, und so bin ich dann auch. Und auch mit der Familie machbar ist, ja, und wo man nicht ein ganzes Team hinter sich haben muss, also wo man spontaner sein kann und auch als Familie sagen kann, komm, jetzt übers Wochenende fahren wir mal los und fahren dann eine Meisterschaft oder was auch immer. Also und das Fahrzeug passt in unser kleines Haus. Genau. Und man muss nicht extra noch eine Garage mieten. Ja. Oder. Da wir, wie gesagt, öfter unterschiedliche Sachen in der Garage transportieren, aber auch ganz gerne bequem im Bett sitzen wollen und schlafen wollen, können wir das Bett hier über 4 Stellmotoren, ja, hier ist der Hauptschalter nur, und wo sieht man denn jetzt so einen Antrieb? Ja, schwierig. Können wir das Bett 70 cm hoch und runter fahren. Ist halt was für Gemütliche, es geht nicht schnell, aber es funktioniert. Ist dann halt auch mit dem Einladen wesentlich einfacher, wenn man sich nicht so bücken muss. Ich bin gelernter Metallbauer. Das kam halt dem ganzen Bau und alles sehr zugute. Mein Vater hat auch eine Werkstatt zu Hause. Ich bin in der Werkstatt groß geworden, also mit schwarzen Fingern und Motoren und so weiter. Und das hat uns halt auch sehr geholfen beim Bau. Ich mache eigentlich auch im größten Sinne oder im weitesten Sinne an dem alles selbst, Bremsen, Motor, Getriebe und ja. So ein, also auch ein Bus auf Vario-Basis hatte ich gefunden im Internet und dachte, oh, den gucken wir uns mal an, wenn wir zurückkommen, und hatte dann so die Maße im Sand aufgemalt und schon eingeteilt, wie wir da was bauen. Und dann kamen wir zurück und er war nicht mehr da. Und dann mussten wir wieder ewig lang suchen, bis wir dann den hier gefunden haben. Das war dann aber schon... Es war dann auch schon Corona. Ja, wo man teilweise abends nicht mehr weg durfte oder nicht mehr in andere Bundesländer reisen durfte. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir überhaupt nicht lange rum. Sieht gut aus, fahren wir hin. Haben wir spontan die Kinder eingepackt und sind dann, war schon ein Stück, gell? Ja, und wir wollten morgens losfahren und sind mittags irgendwann losgefahren, kamen dann an, als es dunkel war. Die fanden es dann auch gar nicht schlimm, und dann haben wir uns, weiß ich nicht, eine halbe Stunde dieses Ding angeguckt. Wir fanden die Türen total klasse, Kinder fanden es mega, weil das war ja noch, also der hatte 32 Sitze, 32, ja, das war wie so ein richtiger Schulbus, und die Türen, und die Kinder fanden das total gut, und ich natürlich direkt mir vorgestellt, oh, so und so sieht das dann mal aus. Also ich kann mir das direkt vorstellen, wie das dann mal aussehen soll, und habe mir das direkt wunderbar vorgestellt.
Haben wir uns alle wunderbar genau, vorgestellt. Dachte, einfach nur Sitze ausbauen, Boden rausmachen und dann direkt anfangen mit dem Ausbau. Also wir haben den dann direkt gekauft und diese netten Menschen, die den... Haben uns den 2 Wochen später dann auch noch nach Hause gefahren. Total, also ein ganz süßer Mensch. Dann kam schon der erste Aha-Moment, was mir im Urlaub, was mir im Dunkeln gar nicht aufgefallen ist, dass diverse Fensterscheiben, er ist ja doppelt verglast, diverse Fensterscheiben schon gefehlt haben. Wo ich dann schon dachte, okay, warum hast du das nicht gesehen? Oder dann danach eingeschlagen worden, weiß ich nicht. Ja. Dann, ja, und dann haben wir den Boden rausgerissen. Nee, erstmal haben wir die Sitze rausgemacht. Ach, die Sitze, genau. Da haben auch die Kinder mitgeholfen, ne? Alle Sitze rausschrauben. Und dann haben wir jetzt praktisch also hier die 6 Sitze aufgehoben. Sitze haben wir aufgehoben. Weil wir dachten, okay, die benutzen wir dann noch und genau. Ja, und dann habe ich angefangen, den Boden rauszumachen und gerade hier in den Radkästen habe ich am Boden gezogen. Da kam das ganze Holz, das ganze Blech, alles kam mit raus und dann hat man dann da so runter geguckt und hat den blanken Boden, also unten drunter den Boden gesehen und dachte und jeder, so, jeder, der es gesehen hat, alle, oh Gott, das könnt ihr vergessen. Wir haben dann noch erstmal die Tür zugeschlossen, sind nach Hause und haben... Ich habe geheult. Andi sagt dann einfach gar nichts mehr. Ich habe gesagt, wir verkaufen ihn genau, wieder. Genau, kommt wieder weg, machen wir nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich den Boden irgendwie wieder reinkriege. Dass... Genau, nein, keine. Ah, nee. Also am Ende war das dann keine Option. Und es wäre doch auch eigentlich nicht unsere Art gewesen, nee, zu sagen, okay, nee, machen wir nicht. Ja, also uns wird ja auch schnell langweilig. Und wir brauchen, irgendwie brauchen wir das auch. Und also ich sag auch immer, der Andi, der kann echt alles. Deswegen, nachdem ich dann eine Woche geheult habe, dachte ich mir so, hä, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das wird irgendwie. Und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht. Ja. Also hier oben sind unsere Betten. Da hat jeder seine Höhle. Da haben wir hier so einen Vorhang. Hier ist unser Schrank, hat jeder seine Klappe selbst bemalt. Sind hier unsere Klamotten drin. In dem Säckchen hier sind die Unterhosen und so. Und hier, da durfte jeder seinen Platz dort so bemalen, wie er wollte. Genau, den Schrank, den hatte ich mit den Kindern gebaut und den haben wir extra auch so gemacht. Also die Kinder kommen ja von hier dran selbst an ihr Fach und dass ich da auch dran komme, jetzt muss ich mal versuchen, ob es funktioniert, ist immer ein bisschen schwieriger, habe ich das so gemacht, dass man es rausziehen kann und ich dann praktisch von dieser Seite auch ein- und ausräumen kann. Genau. So, ich fahre es jetzt nicht ganz raus. Ich denke, das reicht, um es zu zeigen. Das ist hier unten mit einem Riegel zu, dass das während der Fahrt nicht rausfährt. So, genau, hier ist unser Bad. Da haben wir wie alle oder fast alle eine Trockentrenntoilette und ein Waschbecken. Genau, und theoretisch könnte man auch duschen, haben wir aber noch nie gemacht. Also mein Mann hat so gebaut, dass es, ich weiß nicht, was ist das, Alu, denke ich, Alu, ne? Dass es komplett zu ist und komplett wasserdicht. Also wir könnten duschen, haben wir aber noch nie gemacht. Wir haben jetzt auch eine Außendusche, also wenn, dann duschen wir draußen. Manches war schwierig und nervig, andere Sachen wie jetzt die Elektrik zu verlegen und so, ja, hat genau, richtig Spaß gemacht. Das würde ich auch nochmal machen, aber wie gesagt, so, manche Sachen, oh, das war, manche so Sachen würde ich gemacht, nicht nochmal machen wollen. Bin ich froh, dass ich die hinter mir habe. Genau, jetzt hat er ja den Boiler, wir haben jetzt ja auch warmes Wasser. Ach stimmt. Den Boiler den hat er jetzt eingebaut und ach, das hat ja wieder so einen Spaß gemacht. Ja. Ach, das war so schön, hat er dann gesagt. So, ach, das war mal wieder richtig schön und ich denke mir nur so, Gott, überall ist irgendein Kabel und ein Schlauch. Gott, zum Glück musste ich das nicht machen, ja, also so, aber... Ja, Gehirnjogging. Genau, das ist unser Bett. Das ist 2 Meter lang und 1,60 Meter breit.
Genau, da schläft auch immer mal noch ein Kind mit uns. Das ist zwar sehr nah, aber irgendwie für einen Karl doch irgendwie zu weit weg. Also der schläft am liebsten irgendwie bei uns. Genau, hier haben wir unsere Klamotten drin. Also die Seite ist jetzt meine. Hier ist die Seite von meinem Mann. Hoch. Genau, da hat jeder so einen Korb, wo das natürlich ordentlich einsortiert wird, wenn man losfährt und dann unordentlich ist, wenn man auf der Fahrt ist. Genau, hier sind auch noch mal zwei Körbe für jeden. Also Platz haben wir eigentlich genug, da kommen wir richtig gut mit aus. Hier ist unser Stoppknopf, das ist eigentlich auch richtig geil, den haben wir wieder dran gemacht, also versetzt. Und wenn wir den drücken, dann leuchtet es da vorne Pipi, falls einer Pipi muss. Nein, Stopp. Tada! Das wollten wir unbedingt lassen, weil wir es einfach, die Kinder fanden es gut und wir auch. Ich bin schwanger, genau. Wir bekommen noch ein Kind. Es ist noch sehr früh. Wir haben das jetzt auch noch nicht jedem erzählt. Aber also wir freuen uns natürlich sehr. Genau, wir sind mal gespannt, wie das dann wird. Anni hat jetzt schon überlegt, ach, wir können doch da vorne. Und also er ist jetzt schon wieder am Bauen und wo wir dann noch ein Bett bräuchten. Und überhaupt und sowieso. Und ich denke mir nur so ganz ehrlich, Karl schläft teilweise, also eigentlich fast immer bei uns im Bett. Auch zu Hause haben wir halt so ein 3-Meter-Bett. Wer will, darf da halt mit uns schlafen. Und naja, nicht jeder. Ja, nicht jeder. Der Noah schläft nicht mehr bei uns im Bett. Die Lotta sporadisch manchmal. Aber der Karl eigentlich immer, gell? Ja. Der und da ist Zweisamkeit dann halt auf der Couch. Also man muss Zweisamkeit ja nicht im Ehebett haben. Also so das Klassische. genau. Und Anni überlegt halt jetzt, was brauchen wir? Wo muss man ein Bett hinbauen? Und ich denke mir einfach nur ganz ehrlich, also das schläft dann bei uns im Bett oder vielleicht baut man dann halt nochmal ein Bett, aber ich sehe den Platz überhaupt nicht als Problem. Wobei ja auch überhaupt nicht. Das Kind, die Kinderbetten sind ja auch, das Grundgerüst ist aus Stahlrohren geschweißt. Das ist halt für mich das einfachste Material zu verarbeiten. Kann man sägen, schneiden, schweißen, wenn man es vergeigt hat, sägt man es wieder auseinander, schweißt es neu zusammen. Und das Gerüst von den Kinderbetten ist das einzige, was hier eigentlich relativ einfach eingeschraubt ist. Also das könnte man auch wieder rausnehmen und individuell verändern. Das hatte ich damals schon so geplant. Ich muss erstmal hier den Kopf rausholen. Es ist so kalt jetzt, Leute. Okay. Na dann, zieht euch eine Jacke drüber, gell? Genau. Ups. Ach, hier haben wir noch so einen extra Knopf, den muss man dann irgendwie immer drücken. Weiß ich gar nicht, wieso das eigentlich so ist. Ich glaube, dass man das safe ausschalten kann oder so. Ob das funktioniert. Manchmal geht das nicht, will das nicht. Jetzt will es aber. Sehr gut. Noch ein Deckel drauf. Dass das schneller kocht. Zack. Mama, bin ich im Fernsehen mit meinem Motocross? Ja, vielleicht. Dann schon. Ja! Dann schauen sich alle an. Wow. Ah, wir hatten jetzt die ganze Zeit so einen Kaffee, so eine Kaffeemaschine so zum Runterdrücken. Und, die ist kaputt gegangen und irgendwie hat mich das aber auch schon immer genervt, der Rest dann da drin. Wie kriegt man das hier sauber, ohne jede Menge Wasser zu verschwenden, ne, und ewig zu spülen? Jetzt ist sie leider kaputt gegangen und meine Oma und mein Opa, die haben immer, also die sind auch Camper, meine Oma und mein Opa, immer gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die das letzte Mal gefahren sind mit ihrem Wohnmobil. Aber die waren fast, also die waren über 80. Die sind jetzt beide über 90. Jetzt fahren die nicht mehr mit dem Wohnmobil. Aber die haben immer so Kaffee gekocht. Und da dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Jeder sagt ja auch immer, Filterkaffee ist der beste Kaffee. Oder viele.
Ja, Vollzeit wäre eine Option. Also für mich ganz und gar absolute Traumvorstellung für eine Zeit. Auch Homeschooling und so oder unterwegs, wie auch immer. Fände ich super, hätte ich am liebsten generell eh so. Und also ich glaube, für einen Andi wäre es auch das Nonplusultra, aber der würde seine Arbeit gerne mitnehmen, glaube ich. Weil er arbeitet auch gerne, gell? Ja. Ja. Also da sind wir noch so auch am Überlegen, ne, wie, oder das lassen wir eigentlich auf uns zukommen. Ne? Also jetzt aktuell ist es ja das absolute Optimum, wie es ist. Also besser könnte es jetzt gerade gar nicht sein. Wir haben so viel Urlaub. Wir sind im Sommer 5 Wochen unterwegs, im Winter fast 3 Wochen und jedes über Wochenende. Über Ostern noch eine Woche. Über Ostern eine Woche. Also wenn das kein Luxus ist, was dann?